Geschichtlicher Nachhilfeunterricht auch für mich. Was sind schwarze Panduren? Die Antwort kommt, wenn ihr dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid weiterhin schön virenfrei und könnt mir quasi jetzt bei meinen geschichtlichen Ausführungen folgen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin geschichtlich eine Null. Ich hatte einen Geschichtslehrer, der gesagt hat, wenn du Geschichte abwählst, dann lasse ich dich im letzten Jahr nochmal durchkommen. Das spricht also tatsächlich Bände über meinen Zugang zu Geschichte, die sich vor dem 19. bzw. 18. Jahrhundert abgespielt hat. Und da müssen wir heute hingehen, denn die schwarzen Panduren, das waren Krieger der Habsburger Monarchie, K&K-Soldaten, die vorzugsweise aus Kroatien und Österreich wohl kamen. Den Namen allerdings haben sie, glaube ich, aus dem Ungarischen. Da wurden die Panduren irgendwie namentlich geboren. Also es waren Krieger und einer von denen war der Freiherr von der Trenk. Und der hat sich in der Nähe im wohl 17. Oder 18. Jahrhundert in der Nähe der Rahner Brauerei einmal niedergelassen. Und 2003 hat man offensichtlich ihm zu Ehren ein dunkles Weizenbier gebraut, den schwarzen Pandur. Als ich das aus der Kalea Monatsbox rausgeholt habe, habe ich gesagt, schwarzer Pandur, was ist denn das? Habe tatsächlich eher jetzt mit einem Schwarzbier gerechnet. Habe auch, glaube ich, beim Auspacken nicht so richtig genau drauf geschaut, was es ist. Aber hallo, es ist ein dunkles Weizen und damit ja voll in meinem Kompetenzbereich sozusagen. Also nein, in meinem Vorliebenbereich liegen wir drin. 725 Jahre Brautradition, genauer gesagt 1283, das sind 737 Jahre. 737, das ist ja auch für die Luftfahrt im Augenblick gerade wieder ein schönes Jahr, haben wir nämlich aktuell, also 737 Jahre Rahner Brauerei. Dieses Bier wurde eingebraut mit 5,2 Volumenprozent Alkohol. Die Brauerei liegt in Ostbayern, also auch hier bayerisches Bier mit geschützter Herkunft. Und die Rahner Brauerei gehört zu den 5 ältesten Brauereien, die noch aktiv brauen in Deutschland. So, Rahner Bottle Cap und das Bier, um das Ganze noch abzuschließen. 2015 war es, hat man European Beer Star in Silber gewonnen. Also auch dieses Bier dann noch ausgezeichnet. Und wieder mal begrüßen wir alle Zuschauer zu einer weiteren Ausgabe von Martin schenkt das Weizen ein. Und dass es sich um ein dunkles Weißbier handelt, ist, glaube ich, unschwer zu erkennen. Das findet hier seinen Weg ins Glas. Schöne, gleichmäßige Trübung. Habe ich eigentlich erwähnt, dass es seit 2003 erst gebraut wird. Es gibt auch noch die Pandur Weiße. Also es gibt auch noch einen hellen, quasi klassischen Vertreter auf der Weißbier-Seite bei der Rahner Brauerei. Ja, wir haben eine stiltypische Weißbier-Krone hier mit einer leicht beigen bis vielleicht sogar cremefarbenen Einschlag. Schön kompakt ist der Schaum. Unten drunter es ist dunkle Bernsteinfarbe bis helles Braun, gleichmäßige Trübung, kein bisschen Durchschaum. Man sieht hier unten, sieht man noch ein bisschen Kohlensäure im Fuß sich bilden, aber ansonsten ist das tatsächlich sehr schön blickdicht, was hier aus dem Glas kommt. Es ist eine kräftige Hefenote. Leichte, reife Banane, natürlich auch ein bisschen Karamellmalz. Es ist eher so brotig. Ja, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, cheers. Ha! Wer jetzt damit gerechnet hat, dass das tatsächlich irgendwie so ein bisschen in so eine Röstmalzrichtung geht, muss ich enttäuschen. Ganz im Gegenteil, es geht eher in eine schön
leicht süßliche, ein bisschen karamellige, bananige und damit sehr, sehr leckere Richtung. Diese brotigen Noten sind sehr ausgeprägt, also kräftig brotig. Ein bisschen Toffee mit dabei. Klassischerweise natürlich auch beim Weißbier schöne Hefenote. Und dunkles, aber eben kein röstiges Malz, was man hier schmeckt. Angenehme Einflüsse auch vom Weizen. Angenehmer mittlerer Körper. Kohlensäure ist für ein Weißbier, würde ich mal sagen, so am unteren Ende. Bisschen dezenter gehalten, aber es ist insgesamt noch ein sehr, sehr frisches Bier. Was stand hier? Dunkel, wild und spritzig und doch sanft in der Seele, das sind die schwarzen Panduren. Also man bezog sich hier erstmal auf die Krieger, aber eben auch auf das Weißbier. Und ich glaube, das kann man genau so unterstreichen. Auch das, was ich jetzt hier gerade trinke, das schmeckt genauso. Was spannend ist, und das hat nicht jedes Weißbier, hinten im Nachtrunk zieht sich sogar die Banane ein bisschen rein, aber es kommt auch ein bisschen Hopfen rein. Dezente Bittere, auch nicht zu aggressiv, aber eben doch da. Und diese leichte Süße, die bleibt auch im Nachtrunk erhalten. Ein richtig schönes Weißbier, was mit einer dunklen Note aufwartet, die eben ein bisschen abseits des Mainstreams, auch gerade bei den dunklen Hefeweißbieren ist und damit das Rana, der schwarze Pandur, eine ungewohnte Abwechslung mal in der dunklen Weißbier-Szene. Dunkles Weißbier aus Ostbayern von ProbierTV gibt es dafür 3,5 Punkte für das Rana, den schwarzen Pandur. 725 Jahre Brautradition, nein, 737 sind es ja schon. Aber 725 steht eben noch drauf und wir werden es noch erleben, wenn es 750 sind. Dann sage ich an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Wenn ihr andere Biere der Rana Brauerei kennt, über die ich mich mal erkundigen soll, dann schreibt mir bei YouTube, Facebook euren Blog. Ich werde da mal versuchen, an die Biere ranzukommen, weil das ist ja schon ganz ordentlich. Und den hellen Pandur, den werde ich auch sicher mal verkosten wollen. Weißbiere sind ja dann doch so richtig mein Bereich. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen. Freue mich, wie gesagt, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.